Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Mit Conny. Und ich bin nur halb so motiviert, wie ich klinge. Und jetzt... Boah, ich habe schon in der Komplettlösung nachgeguckt und ich habe wieder vergessen, was man macht. Ach, zum Gipfel, ne? Glaube ich. Ja. Meine ich jetzt? Pew, in die Fresse! Renn, 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 renn! Und... Pew, in die Fresse! Renn, 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 renn! Ach ja, ich bin schon ein sehr netter Artgenosse. Besonders, weil ich ja überhaupt keinen Spaß daran habe, andere Lebewesen zu töten. Nee. ich glaube, wir müssen hier hin, oder? Doch, das ist richtig, meine ich jetzt. Ausnahmsweise. Geht weg. Ach, ich singe ja wunderschön. Geht weg. Verdammt. Ach, da muss ich hin, genau. Was? Hoi? Ei. Hoi. Ei, wo warst denn du? Weg. Hast du mich gemutet? Das ist aber jetzt gemein. Oha. Alles explodiert, volle Kanne weg. Ja. Ich denke mal, da oben ist the right way. Because it looks so good. Sehr gut. Ah ja. Ist halt so, ne? So, dann save ich doch mal. Das wird bei mir auch nötig sein. Vulkangipfel. Oh, cooles Schwert. Oh, endlich. Endlich kriege ich mein Schwert. Aber ich möchte die Truhe erstmal öffnen. Die Truhe ist viel wichtiger als das Schwert. Wow, ein Rubin. Ach, das nennt man einen glücklichen Fund, steht da auch noch, weil das ja... Ja, epische Pose. Hallo? Epische Pose. Ja. Da, 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 da. Yeah. Ach, das ist super. Okay, ja, das mit Pfeil wollte ich gerade sagen, nicht. Ach, wo man von Teufel spricht. Blablabla, starke Präsenz gespielt. Toll, nur 60%. Super. Wo ist denn meine restliche Ausrüstung? Bestimmt hier irgendwo noch versteckt, mal wieder. Okay, man kann es noch nicht sehen. Das ist natürlich noch ein bisschen kackiger. Oh, das sieht ja schön aus. Okay, aber das ist jetzt nicht unbedingt schwer. Ich habe ja schließlich mein Schwert wieder und jetzt kann ich meine Superkräfte entfesseln und so. Speichervergang. I, hässlicher Gesang. Ich kann kotzen. Ach, die brauche ich nicht mal. Moment. Nicht wegklingen. Ach scheiße, jetzt habe ich keinen Behälter, womit ich das fangen kann. Mann. Sonst hätte ich da so einen Becher nehmen können. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen nutzlos gewesen. Egal. Oh. Ja, das ist gemein. Das ist voll die Verschwendung. Ach, aber ich kann nicht. Wie soll das denn jetzt gehen? Egal. Ach, ich könnte mir ja jetzt noch da unten, weil ich ja mein Schwert wieder habe, diesen komischen. Ja, komm, das mach ich mal hin. Nee, warte. Das geht gar nicht. Doch, das geht schon, aber nein, da musst du weit zurücklaufen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh ne, geht bloß weg. Ich möchte meinen Bogen wieder haben. Gib mir meinen Bogen. Deinen Caitlyn Everdeen-Bogen. Den mag ich. Ja, Entschuldigung, ich bin halt so fanatisch ein bisschen, ab und zu. Ach, ich freue mich, wenn meine gebundene Ausgabe kommt. Die ich zu Weihnachten kriegen soll. Auch ein bisschen unnötig, weil ich die Bücher alle drei schon gelesen habe auf dem E-Book-Reader. Aber das ist einfach nicht dasselbe Feeling. Muss ich hier rein? Okay, ich gehe einfach mal hier rein. Kann mir alles schaden. Jetzt stehen jetzt 10.000 Gegner und dann so. Ach, es schadet doch. Ah ja. Nein, es bleibt hängen. Ach, jetzt brauche ich diesen doofen... Oh, nee. Und wie komme ich jetzt... Och Mann! Ich merke, ich rede meine Sätze sehr oft zu Ende. Ja, supi. Konrad, bist du noch da? Ignore. Klar bin ich da. Ach, das ist doch schön! Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Ich wusste nicht, dass ich solche Töne von mir geben kann. Hallo, nicht so viel spucken, mehr schlucken. Ah ja. Ich sag's nur. Das ist nur ein netter Tipp für Anfänger. Was zur... Wie komme ich jetzt bitte da zurück?
Hallo? Manno. Ach, ich... Ah! Ich wollte gerade sagen, ach, ich bin so schlau. Ich kann ja rüberspringen und fall erstmal schön kräftig in die Lava rein. Ja, so viel dazu. Kann ich da jetzt rüber? Ja, kann ich. Ich bin nur zu doof zum Springen. Ist auch sehr förderlich, muss man sagen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja so peinlich. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Oh Gott. Das sieht ja jetzt schon beschissen aus. Pieks. So, das nehmen wir doch mal mit. Und schwabbeln das irgendwo gegen. Ich habe nur Lust rumzuschwabbeln. Von daher. Yay. Hey, war sogar richtig. Seht ihr, schwabbeln ist immer was Positives. Merkt doch statt, liebe Kinder. In die Fresse. Pew, pew, pew. Alles mit einem Schlag wegfetzen. Oh, das liebe ich so. Dieses Schwert ist so geil. Siehst du, sowas mag ich. Aber nicht, wenn man sich vor so komischen Typen verstecken muss. Das ist einfach nur Gammel. Yay. Nein, ich wollte nicht beide Herzen. Oh, oh. Ach, die kann ich ja jetzt nicht drüber. Oh, das macht Spaß. Dieser, der Samurai und so. Ach, wieso mache ich das so gerne? Das ist nicht mehr ganz normal. Yay. Bombe. Irgendwie ist das schon ein bisschen illegal, was Link da macht. Der tötet einfach irgendwas Geschöpfe, wollte ich sagen. Was ist eine Abenteuer? Ach so, die brauche ich doch gar nicht. Ach so, doch, ja. Ich dachte, das wären nur die Teile, wo so komische Becher drin sind und sowas. Aber dann ist ja schön. So. Aluminium. Hier können wir ja jetzt... Oder? Ja, genau. Hier können wir das nämlich jetzt erstmal so frei bomben. Fick. Alles klar, Link. Dann wissen wir ja jetzt, was du brauchst. So. Link braucht doch von dem einen Typen. Wie heißt von Girahim. Noch mal mit B? Girahim. Nein, von dem anderen. Bardo oder so. Ach ja, Bardo, genau. Der mit den roten Haaren. Ja. Er braucht ihn. Und Girahim zusammen am besten. Oh, ein Dreier. Und Zelda kann zugucken. Oder filmen, je nachdem. Oder mitmachen. Ja. Aber die sind alle zu top schwul, das geht nicht. Die wollen Zelda alle nicht dabei haben, die wird ausgeschlossen, die Arme. Tut mir leid, die Kleine. Ich muss da gleich rüberspringen oder das andere dann. Nicht da drauf. Aber ich will da hin. Ich will aber. Kannst du doch auch von hier da deine Klinge anwenden, oder nicht? Ah, danke für den tollen Einfall, Konrad. Da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Oh Gott. Entschuldigung. Toll. War jetzt irgendwie gar nicht daneben. Yeah. Dankeschön. Da wäre ich echt alleine nicht drauf gekommen. Oh Gott. Das war aber schon das letzte Mal so bei diesen komischen Waggons oder so. Das war in der Runnell-Wüste. Da hat mir das Lauren immer gesagt. Du hättest dich ja wohl mal festhalten können, du faule Sau, ey. Also, da hat mir Lauren immer gesagt, was ich da machen musste, weil ich habe auch sonst auch nicht gecheckt. Da war irgendwas mit so komischen Schlüsseln und da war ich ultra verwirrt bei. Oh. Mm. Armes, kleines Lissi. Kannst du den Sprung jetzt bitte schaffen, Link? Dankeschön. Ah, so, ich dann gehen wir doch mal. Tempel. Mhm. Und jetzt können wir den auch sogar mal schaffen. Baby, you light up my world like nobody else. Oh, von so einem hässlichen Lied. Piu, voll gegen die Wand geflatscht. Also irgendwann müsste dieses komische Vogelteil doch auch mal Kopfschmerzen haben. Ich meine, das Donk ging im... Das klatscht immer gegen die Wände. Das ist doch irgendwie auch nicht gut. Aber der hat doch solche komischen Greifhaken, die dagegen klatschen. Ja, aber die gab's am Anfang nicht. Das hatte das am Anfang ja nicht. Hat ihn ausgerüstet? Ja. Oh Gott, jetzt kommt der Erddrache. Erddrache. Oder wie ich ja so schön sage, der Wasserdrache. Ja. Ich bin ein schlaues Wesen. Oh, cool. Oh, wie geil das aussieht. Hihihihi. Das erinnert mich gerade irgendwie an Mulan. Ey, wie cool. Ho, ho, ho. Weihnachtsmann-Typi. Sie an, sie an. Dieses heiße Land zu durchqueren. Ja, wissen wir ja Bescheid.
Also ist das hier so ein geiler Schwulentreffen mit Girahim und Bardo und so. Nee. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut und du bist bla bla bla. Oh, meine Hände leuchten. Reinheit. Oh nein, jetzt singen die schon wieder. Knabenchor. Konrad, möchtest du auch mit in den Knabenchor? Oh, Konrad? Ach, das ist aber ein schöner Gesang. So orientalisch und beruhigend. Hoi! Hallo! Möchtest du auch in einen Knabenchor eintreten? Oh ja, gerne! Mit Link und dem Feuerdrachen. Yeah, da freust du dich schon. Oh, wie super! Und dann machst du immer ganz tolle Auftritte. In der Kirche. Natürlich. Da freust du dich doch drauf, nicht? Ach man, ich fand das mit den Noten sammeln irgendwie cooler. Die Mission war ein bisschen kacke. Aber das macht ja nix. Fein. Gebieter, ich habe dir etwas... Und so. Sehr gut, Gebieter. Ach stimmt, das wollte ich ja nicht mehr erwähnen. Ja. Yeah. Boah. Lauren, ey. Die ist so eine Gammel, weil die das mit dem Gebieter immer sagt, ey. Dadurch fühle ich mich sehr zutiefst beleidigt. Hallo? Wie Konrad einfach immer weg ist. Das ist echt nicht gut, wenn Konrad weg ist. Da fange ich nämlich immer an, One Direction zu singen. Und das geht gar nicht. Das ist so ein Gammelig schon. Besonders, weil das meine Klassenkameraden ständig auf der Klassenfahrt gesungen haben. Die waren zwei Zimmer neben uns. Also es war so eine richtig, richtig große Jugendherberge. Und die haben immer dieses Lied schon gesungen. Gott, wir haben dann überlegt, ob wir so voll auf Emos machen wollten. Und dann hätten wir so Hardcore-Metal angemacht und so. Das wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Ach, da ist die fette Statue. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich da so gegenklatsche. So am besten mit diesen komischen Drehkreisel, ja? Ob der dann so voll dagegen klatscht und so wie an so einer Scheiben, wie an so einem Scheibenfenster dann irgendwie so runterfliegt. Das wäre schon relativ witzig. Nein. Oh Gott, das war knapp. So, dann machen wir uns doch mal auf in die weite Welt. Oh, toll. Und ich war eben schon mal in Wüste Ranel und da war irgendwie einfach nichts. Konrad, lebst du noch? Ich wollte dich eben irgendwas gefragt haben und ich hab's vergessen. Toll gemacht. Das hab ich schon mal gesagt. Oh Mann, Alzheimer. Wo wir wieder bei diesem Thema wären. Komische Gurgel-Action. Bewege zu der Vogelstatue. Hä? Das stimmt aber irgendwas gerade nicht. Das dürfte doch eigentlich gar nicht kommen. Oder? Nee, warte. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier richtig ist. Weil bei den anderen beiden hieß es ja, oh nee, das geht nicht, du kannst dich hier hinreisen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich hin muss. Ich gehe mal zum Tempel der Zeit. Aber im Endeffekt ist das eh falsch. Und? Okay, das ist falsch. Das muss hundertprozentig falsch sein. Aber das verstehe ich jetzt nicht, weil es hieß doch, ja, geht's ein bisschen Renette, bla bla bla. Okay, bin aber okay. Lass mich griffen. Next Ziel. Ach, jetzt wollte ich sie wieder. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das war doch das mit dem Gebieter. Du hast bereits zwei Stunden. Und du, ne? Marisha! Aber wo ist denn dieser behinderte Drache? Mann. Das kann ich doch nicht wissen. Okay, ich denke mal, wir müssen noch mal hier rein. Oder? Ranel Höhle, was ist das denn nochmal? Ach, das weiß ich nicht. Ach, das ist aber nicht gut, Konrad. Wo bist du überhaupt? Ja, aber ich muss doch in die Ranel-Wüste, aber das ist irgendwie falsch. Weil ich muss zu dem Drachen und ich habe keinen Plan, wo der ist. Hast du auch schon an der Schwert hast du ja schon. Ja, ich bin. Ach, du bist sehr aufmerksam. Hast du schon doch alle? Aufmerksamer als ich. Ja! Ich bin schon lange aus Vulkan Edin raus. Tut mir leid. Muss es nicht.
Das wird nicht so angeschrieben, weil dann muss ich ja irgendwie zurückschreiben. Sonst denken die, das schreibt nicht zurück. Ja. Und mir schreibst du auch nie zurück. Facepalm-Gesicht. Jo. ja, und dann ist es wieder okay. I know. Du hast es auch nicht verdient, dass ich dir zurückschreibe. Okay, gut zu wissen. Dann weiß ich ja über dich Bescheid. Jo. Oh Gott, ich fliege gleich über die Wolken drüber. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Wo, verdammt nochmal, muss ich hin? Muss ich denn verdammt nochmal hin? Wo? 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 Hallöle, das sind wir nochmal kurz. Ich werde jetzt erstmal den Part beenden, denn ich bin zu doof, um eine Komplettlösung zu lesen. Das ist natürlich super. Bei Komplettlösungen kann jeder entziffern. Jeder, der einfach nur so dumm wie Weißbrot ist. Oh ja. Danke. Ey, du hast es selber nicht verstanden. Ja, also natürlich. Also. Ja, das finden wir noch aus. Ja, im nächsten Part. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.